Guten Morgen, liebe Schachfreunde. Ich wollte euch heute die zweite Partie von mir vorstellen aus dem Turnier in Böblingen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wir fangen einfach an mit dieser Stellung. Die ist ganz interessant. Sie stammt aus einem Damengambit und ich wollte euch aber jetzt nicht mit der langen Eröffnung langweilen und wir haben hier eine typische Karlsbader Struktur, also mit dem Bauern hier am Damenflügel von Schwarz. Das zeichnet halt die Bauernstruktur hier halt aus, die Karlsbader Struktur. Und also alle Bauern natürlich, auch die von Weiß. Also wer sich damit nicht auskennt, sollte sich einmal mal die Abtauschvariante im Damengambit anschauen. Dann entsteht diese Struktur. Ja, und die Position ist relativ interessant. Heterogene Rochaden. Ich habe mit Weiß lang rochiert. Kommt nicht so oft vor bei mir. Und es sieht auch relativ gefährlich aus. Aber tatsächlich ist das Ganze gar nicht so gefährlich für Weiß, wie es aussieht. Also beide Seiten möchten natürlich gerne angreifen, weil wie das halt so naturgemäß halt ist. Ja, Schwarz möchte hier halt so kommen, was jetzt auch passiert. Und es sieht ja auf den ersten Blick relativ unangenehm aus. Aber in Wahrheit ist es so, dass es für Weiß kein großes Problem darstellt. Und abgesehen davon schwächt sich Schwarz positionell langfristig. Also zum Beispiel hier der Bau auf C6. Das Feld auf C5 ist durchaus auch wichtig. Okay, andererseits könnte man sagen, okay, wo ist denn der weiße Angriff? Der kommt auch da langsam, aber der im Gegensatz zu Schwarz verpflichtet sich Weiß nicht allzu sehr positionell. Und ja, das ist auch der Grund, warum man mit Weiß hier in der Stellung schon einen angenehmen Vorteil hat. Es kommt noch hinzu, dass der Springer auf G6 von Schwarz auch nicht besonders toll steht. Und ja, okay. Also an der Stelle war ich schon sehr zufrieden, kaum Bedenkzeit verbraten. Ich wusste, ich stehe gut. Und mein Gegner war ein Chinese mit dem kürzesten Namen, den ich je hatte, überhaupt als Gegner. Der hieß Mu und Ke. Also Vorname Ke, glaube ich. Also Ke und Nachname Mu mit Mu. Ich habe gerade versucht, in der FIDE-Suchmaschine ihn zu suchen. Aber die FIDE-Suchmaschine ist so blöd, dass man braucht mindestens drei Buchstaben, wenn ich das richtig verstanden habe, damit man ein Ergebnis erzielt. Kann sie nicht mit zwei Buchstaben. Das geht nicht. Und der Mann hat zum damaligen Zeitpunkt, soweit ich weiß, 2,450 gehabt. Aber keinen Titel irgendwie. Also aber natürlich ein sehr starker Spieler. So. Okay, also das waren die ersten Züge, B5, G4. Ich habe jetzt für Weiß gibt es quasi eine Standardreaktion als Verteidigung. Also wenn zum Beispiel jetzt B4 käme, dann kann der Springer eigentlich mal sehr gut nach A4 gehen. Und er blockiert dann auch sehr gut den weiteren schwarzen Angriff. Okay, mein Gegner zog Turm AB8. Den Zug hatte ich nicht ganz verstanden, aber vielleicht wollte er B4 jetzt noch mehr unterstützen, aber gut, ich habe mich davon nicht abbringen lassen. Ich habe jetzt G5 gespielt. Und G5 fand ich ganz interessant, weil meine Idee war, wenn Schwarz jetzt den Springer zum Beispiel nach H5 stellt, dann wollte ich im Grunde genommen gar nicht unmittelbar weiter angreifen, aber der Springer würde dann auf H5 sehr, sehr schlecht stehen. Also dieser Spruch, ja, Springer am Rand bringt Kummer und Schand, oder es gibt auch diverse Abwandlungen davon manchmal, so also scherzhafte, das würde sich diesmal bewahrheiten. Also der Springer hat auch keine Felder. Also sowas macht ein starker Spieler nicht, ja, weil wenn er einmal angegriffen wird, ist er weg. Und deshalb. Also das war ein Ziel mit G5, das kann er also nicht machen. Und Schwarz zog jetzt B4.
Das Problem ist nämlich, dass der Springer auch kein anderes gutes Feld hat. Also, ja. So, ich möchte jetzt nicht als Erster auf F6 nehmen, weil nach B schlägt C3, naja, das ist nicht gut für mich, weil der Bau auf B, mein B-Bau wäre gefesselt. Und das würde sich halt hier, also die Öffnung der B-Linie möchte ich jetzt nicht unbedingt schwarz gönnen. Deshalb Springer A4. So, jetzt kann der Springer nach E4 gehen. Und das ist ein interessanter Moment. Ich entschied mich nach einiger Überlegung, den Springer auf E4 zu nehmen mit dem Läufer. Man kann auch Springer C5 spielen. Auch das ist okay. Mir gefällt es aber nicht so gut, wie jetzt hier auf E4 zu nehmen. Mein Argument ist, dass mein Läufer seinen Dienst quasi erfüllt hat. Und andererseits mein Springer jetzt das Feld C5 auf jeden Fall erhält, wenn das gewünscht ist. Ja? Also wenn zum Beispiel jetzt hier Turm schlägt E4 kommt, dann wird der Turm sich nicht lange dort halten können. Okay, man muss natürlich über das Motiv jetzt mit Läufer F5 nachdenken. Diese Diagonale sieht schon anfällig aus nach B1, aber man kann das relativ einfach abfedern. Das sollte man natürlich vorher berechnen, was ich auch getan habe. Also König A1, jetzt Läufer F5. Und man kann jetzt, es gibt also keine ernste Abzugsdrohungen von Schwarz, ja, weil der Läufer ist ja auch nicht gedeckt. Das heißt, wenn der Turm abzieht, dann muss er so ziehen, dass der Läufer gedeckt wäre. Und das kann man relativ einfach hier ignorieren. Oder zum Beispiel kann man so das hier spielen: Turm DG1 und auf Turm F4 einfach Dame E2. Und Schwarz steht etwas schlechter, weil immer noch der Springer kann nach C5 kommen. Die Frage ist, was macht der hier? Der Springer auf G6 ist auch nicht gut. Und ja, was macht der Turm? Er kann jetzt wieder zurückziehen. Also da hat er sich dagegen entschieden, mein Gegner. Er hat jetzt hier mit dem Bauern genommen, was allerdings tatsächlich doch wohl schlechter ist, laut Stockfisch auch, als mit dem Turm zu schlagen. Gut, es verflieht sich positionell auch noch mehr, weil jetzt steht der Bauer auf E4, die Bauern sind okay, die schwarzen Bauern sind jetzt nicht unbedingt gerade eine Zierde. Jetzt kriege ich das Feld C4 auch noch eventuell mit dem Springer. So, Springer D2, der Bauer hängt. Und Schwarz deckt diesen Bauern. Greift auch was an, aber es ist einfach abzuwehren, H4. So. Inzwischen ist die schwarze Stellung schon recht unangenehm. Es kam Läufer E6, B3, also einzige Angriff habe ich gesehen. So, und mein Gegner, ich hatte auch das Gefühl in der Partie, er fühlt sich nicht wohl. Ist auch schwierig, mit Schwarz hier einen klaren Plan zu finden, wenn die normalen direkten Angriffe nicht existieren. Und ja, also das war nicht so schön für Schwarz. Und er hat erst große Schwierigkeiten gehabt, jetzt hier irgendwas zu finden. Und meine Stellung wird quasi von Zug zu Zug besser. Es kam Dame F5. Okay. Sieht aktiv aus, aber in Wahrheit hätte ich hier schon ganz gut auf E4 nehmen können, wollte ich aber noch nicht. Irgendwas hat mich da gestört, wahrscheinlich Läufer D5. Deshalb habe ich jetzt einfach gedeckt, was auch völlig in Ordnung war. Jetzt kam Dame G4. Und insgesamt macht das natürlich keinen besonders durchdachten Eindruck von Schwarz, ja. Und inzwischen stehe ich sogar auf Gewinn in der Stellung. Was auch nicht weiter verwundert, weil im Gegensatz zu Schwarz habe ich relativ, sagen wir mal, vernünftige Züge gemacht und meine Stellung hat sich verbessert, während die schwarze Stellung sich nur verschlechtert hat. Ja, also ich habe jetzt hier das Feld C5 im Springer, der Bauer ist sehr, sehr schwach. Will ich aber noch gar nicht wirklich nehmen, aber das läuft auch nicht weg. Ne? Der Bauer ist schwach. Es hängt H5 in der Luft. Und an der Stelle hätte ich auch mit einer dynamischen Wahl definitiv Gewinnstellung erreichen können. Es war gar nicht so schwer zu sehen. Ja? Einfach H5.
Und nach Springer E7 H6. So. Die schwarze Dame kann nicht gut auf G5 nehmen, weil wenn dann kann einfach Turm G1 kommen, also Turm FG1 und dann hängt G7 durch. Also wäre schrecklich für Schwarz. Nur ich drohe auch so die Öffnung der H-Linie, deshalb G6. Was sonst? Aber auf G6, naja, dann kommt Springer schlägt E4 und es droht plötzlich hier eine Familiengabel. Und abgesehen davon, dass ein Bauer weg ist von Schwarz. Deshalb hier die Fesselung mit Läufer F5 ist irrelevant, weil ich kann ja auf F6 trotzdem das Schach geben, auf G4 nehmen. Das muss mir irgendwie entgangen sein. In Fakt war ich wieder ein bisschen zu statisch in meinem Gedanken, was ja ab und zu meine Schwäche ist, also nicht nur ab und zu. Ich dachte mir, ach, stellst den König nach B2, nimmst jegliche Sachen auf den weißen Feldern aus der Stellung raus. In Wahrheit, die Stellung ist hier ja, so ein Gemisch aus Dynamik und statisch. Es gibt so ein paar statische Faktoren wie das Feld C5, also statisch bedeutet langfristig und dynamisch ist halt kurzfristig. Also positionell habe ich einige Vorzüge, allerdings trotzdem, die Stellung ist eher dynamischer Natur, ja. Die schwarzen Figuren stehen jetzt halt unglücklich. Und das hätte ich jetzt konkret ausnutzen können. Gut, König B2 ist jetzt kein Zug, der ein Riesenfehler ist. Also ich stehe immer noch danach klar besser, aber nicht mehr auf Gewinn. Und gut, H5 wäre es gewesen, also das erste Mal. Gut, König B2. So, jetzt kam Läufer D5, klar. Schwarz deckt den Bauern. Turm FG1. Dame E2. Das hatte ich alles gesehen. Ich hatte mich jetzt auch verlassen hier mit Springer C4. Mein Plan war es jetzt hier mit Damentausch, ja, die Dynamik rauszunehmen, weil die Dame ist halt nun mal eine sehr starke Figur. Und dann die statischen Vorzüge meiner Stellung sozusagen dann zur Geltung zu bringen. Aber mein Gegner ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Er hat es verhindert. Also es kam jetzt Läufer schlägt C4, B schlägt C4 und natürlich hat er die Dame jetzt nicht getauscht, sondern ist nach F3 zurückgegangen. So. An dieser Stelle kann man natürlich noch mal eine kurze Analyse machen und es fällt auf, dass die weiße Stellung immer noch klar besser ist. Warum ist das so? Ja, okay, wir haben immer noch Struktur, ist immer noch klar besser für Weiß, also hier die Schwächen. Der Bauer ist auch anfällig, weil, naja, er kann mit F5 den Bauern nicht so gut decken, weil ich dann immer noch en passant nehmen kann. Der Bauer, okay, ist nur auf dem Papier vielleicht eine Schwäche, weil man kann es momentan nicht ausnutzen. Und der schwarze Angriff gegen meinen König existiert im Grunde genommen auch nicht. Auf B3 kann ich immer mit dem Bauern nehmen und es gibt nichts. Abgesehen davon ist die schwarze Figurenkoordination sehr mangelhaft. Also die Dame auf F3 steht, naja, irgendwie allein in der Pampa. Und allerdings muss ich jetzt gestehen, habe ich gepennt im nächsten Zug. Aber der Springer steht immer noch schlecht. Und das hätte ich durchaus berücksichtigen sollen. Der beste Zug für Weiß ist ganz klar jetzt hier Springer C5. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich weiß es schon, weil ich die schwarze Antwort nicht gesehen habe auf meinen nächsten Zug. Im Nachhinein ist es ganz einfach, die Stellung für Weiß zu spielen, also oder den nächsten Zug zu finden. Und zwar ganz getreu dem Motto, was ich immer meinen Schülern sage, DSF. Ja, die drei Punkte: Drohungen, Schwächen und schlechteste Figur. Also das F steht für die Figur. Da muss man gucken, welche Figur ist denn hier am schlechtesten. Oder erste Frage lautet natürlich immer, was droht. Die Antwort lautet darauf, Schwarz droht nichts. Also eigentlich nichts. Schwächen haben wir schon aufgezählt und schlechteste Figur ist hier ganz klar der Springer. Deshalb Springer C5 ist mit Abstand der beste Zug. Und was abgesehen davon noch mehr Druck ausübt hier drauf, das hier nochmal mehr abdeckt. Also, naja.
Ich habe den Zug natürlich gesehen, aber ich hatte mich irgendwie in H5 ein bisschen verguckt. Und da muss ich allerdings gestehen, habe ich ziemlich gepennt, weil der nächste Zug von Schwarz, der ist mir komplett entgangen. Und das muss seine einzige Hoffnung gewesen sein von Schwarz, ja. Und das war Springer F4. Wenn man den einfach mal kurz betrachtet hätte, dann hätte man den vielleicht finden können. Also so schwer ist der nicht. Und hier dachte ich erst, also hier fiel ich erstmal aus allen Wolken. Und dann dachte ich so, okay, kannst du schon, stehst du jetzt schon schlechter? Kannst du schon fast aufgeben oder geht's noch? Okay. Was ich gesehen hatte, war, wenn ich den jetzt hier nehme, und das ist die schwarze Idee, dann kommt nämlich Dame A3 Schach, König A1, B3. Und das habe ich, bis dahin habe ich gerechnet und dachte mir, boah, das kannst du auf gar keinen Fall zulassen, dann bist du wahrscheinlich schon, ja, schon wahrscheinlich kaputt. Stockfisch ist hingegen ganz brutal, er sagt Ausgleich, 0,00. Und spuckt einfach die nächste etwas unglaubliche Variante aus. Turm G3 macht Sinn, weil ne, der Bauer ist gefesselt auf B3. Und jetzt E3. Wiederum den Turm sozusagen auf diese Linie jetzt hier zu unterbrechen. Jetzt Dame B2. Gibt die Figur natürlich zurück, die kann Weiß nicht halten. Aber der Vorteil jetzt von E3 von Schwarz ist, dass man jetzt mit auf E3 was zu schlagen hat. Also, und nach Turm schlägt E3, Dame schlägt, A schlägt B3 und naja, diese Stellung ist Ausgleich. Also Weiß hat sogar einen Bauern mehr, aber gut, der Bauer wird fallen. Also, aber insgesamt sagt die Kiste, dann kann man das mit Weiß halten. Trotzdem nicht schön, ja. Ich war nicht in der Lage, diese Variante zu finden. Ich hatte nach Dame A3, also nach B3, bis dahin habe ich ungefähr gerechnet und gedacht, nee, das geht nicht, kannst du nicht machen. Ich bin auch überzeugt davon, dass mein Gegner das so gesehen hat. Und okay, aber wenn ich den nicht nehme, den Springer, dann wird er natürlich jetzt in meine Stellung reinkommen. Ja? Springer D3 sieht unangenehm aus. Gut, ich hatte dann halt mich jetzt für Springer C5 entschieden. Einziger Zug fand ich. Und ich hatte halt Folgendes berechnet, also zum Beispiel Springer D3, was ich als am unangenehmsten empfunden hätte. Und nach nimmt Dame D2. Wenn ich auf D3 nehme, dann fällt halt F2 mit Schach und danach auf E3, das geht nicht. Und diese Stellung hier nach C5 D schlägt C5 wahrscheinlich. Und diese Stellung ist wahrscheinlich besser für Schwarz, aber nicht viel. Also kann man noch mit leben, also im Kampfessinne. Ja. Trotzdem, wenn man kurz vorher guckt, drei Züge vorher, wie die Stellung war, so ungefähr, für Weiß und jetzt, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Ja. Und das nur, weil ich H5 gespielt habe und der Springer, der war so schlecht und plötzlich ist der Springer aktiv. Das ist der himmelweite Unterschied. Also, da habe ich ganz klar den gegnerischen Konter nicht gesehen. Aber Schwarz, also mein Gegner, schien irgendwie keinen Gefallen zu finden an Springer D3 oder das war ihm zu wenig. Er spielte Springer E2 und das ist wiederum ein Fehler. Also, es sieht zwar sehr reizvoll aus, den Springer nach C3 zu kriegen, also sieht irgendwie so aus, als war jetzt ja, weißer König und so, aber der Springer auf C3, ja, was macht er denn? Ja, irgendwie macht er nicht viel. Es droht ab und zu vielleicht diese kleine Taktik mit Springer schlägt A2 und dann B3 Schach. Momentan ist mein Springer aber auf C5, der deckt das auch ab, also erstmal kein Problem. So, jetzt stehe ich schon wieder auf Gewinn. Es ist wirklich so, weil Springer C. Ja, das Springer E2 war ein dicker Fehler. Jetzt kam H6 von mir. G6. Und das ist die nächste kritische Stelle, wo ich leider, leider, leider endgültig ja, auf die schiefe Bahn gerate, quasi in dieser Partie.
Im Nachhinein ist die Lösung einfach. Aber naja, in der praktischen Partie war es für mich zu schwer. Ich weiß noch, dass ich kurz angedacht habe, hier A3 zu ziehen. Und dann kam wieder plötzlich irgendwie ein Gedanke, tauchte dann so auf wie: Schwäche dich nicht unnötig auf der Seite, wo du schlechter stehst. Das ist auch prinzipiell ein guter Ratschlag, aber im Grunde genommen schwäche ich mich jetzt hier nicht, sondern nehme etwas aus der Stellung raus. Also Springer schlägt A2 ist danach nicht mehr drin. Zweitens, es droht A schlägt B4. Der Springer, er wäre dann halt nicht mehr gedeckt. Und ja, das hat nur Vorteile. Und wenn Schwarz jetzt A5 spielt, das hätte sogar noch einen Vorteil gegenüber der Partie. Also selbst wenn, also das Feld A5 wäre jetzt für die schwarzen Figuren nicht mehr zugänglich. Also das Feld. Und ja, und spätestens jetzt kann ich Springer D7 spielen. Und das Motiv hatte ich auch in der Partie gesehen. Springer D7 gewinnt halt auch eine Qualität, weil man greift hier was an und da droht wieder die Gabel. Und das jetzt hätte Schwarz auch gar kein Gegenspiel mehr, also kein adäquates Gegenspiel mehr. Und Weiß wird einfach eine Qualität mehr haben und steht natürlich dann auf Gewinn. Das wäre die eleganteste Lösung gewesen. Ja. Für Angsthasen bietet sich auch König A1 einfach an. Springer D7 sofort hatte ich berechnet. Gefiel mir aber nicht. Also, ich bin relativ ungierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Gegner Gegenspiel kriegt, dann bin ich eher so wie Karpov, dann verzichte ich auf Materialgewinn. So habe ich das gelernt in seinen Partien. Er hat auch oft auf Materialgewinn verzichtet, wenn er dafür weiteres Gegenspiel ausgeschaltet hat beim Gegner. Also, Turm EC8. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf B8 nehme, Turm schlägt B8, dann finde ich, hat Schwarz durchaus noch ein gewisses Gegenspiel. Und also, er kann versuchen, jetzt mit der Dame zurückzukommen und das Feld A5 auszunutzen. Okay, laut Rechner ist das natürlich wieder zu wenig Kompensation für Schwarz, aber das in der praktischen Partie zu spielen, muss man gucken, ob man das so mag. Ja? Ich fand es halt nicht so bequem, das wollte ich ihm nicht gönnen. Aber was ich gemacht habe, war ungleich schlimmer. Ich hatte mich nämlich auf eine Idee versteift mit Turm H4. Und meine Idee war, hier Turm F4 zu spielen. Also ich wollte unbedingt, wieder nach dem DSF, ich wollte unbedingt die Türme aktivieren. Ich dachte mir, okay, die Linien sind halt zu. Und Turm H4 sieht doch sehr nett aus. Turm F4 und wenn die Dame zum Beispiel zieht, dann könnte man doch auch überlegen, ob man hier. Ja, vielleicht erst Turm G1 und dann Turm F4. Auf jeden Fall, naja, irgendwie so die Türme aktivieren und dann weiter Druck machen auf E4 zum Beispiel. Großer Kappes, ne? Ernsthaft eigentlich. Und vor allen Dingen, weil der Zug gar nicht geht. Also Turm H4 ist ein Patzer. Gut. Ich könnte es jetzt auf die Bedenkzeit schieben, aber ich habe einfach den nächsten Zug von Schwarz einfach wieder einmal nicht gesehen. Und statt dass ich eine Gewinnstellung behalte, stehe ich jetzt auf einmal wieder auf Verlust. Also so kann es gehen im Schach, ne? Einmal den Konter nicht sehen. Also der Zug ist nicht schwierig, damit geht zwei. Es ist wirklich nicht so schwer. Angriff auf G5, Angriff auf F1 und das war's. Also, ich muss meinen Turm decken. Jetzt konnte er sich auf G5 bedienen. Jetzt habe ich mich auf E4 bedient. Aber, und das ist das Problem, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann hätte ich so ohnehin auch einen Bauern einfach weniger. Vielleicht wäre es zäher gewesen, wenn ich jetzt hier A4 gespielt hätte, statt Springer schlägt D4. Einfach A4 und sagen, okay, hast halt den Bauern weniger. Aber ich kann auch wenigstens fuddeln, ja. Springer schlägt E4 ist allerdings ja, einfach schlecht. Und ich stehe jetzt auf Verlust. Und zwar ganz einfach: nach Turm schlägt E4, Turm schlägt E4, Dame A5. Und das ist das, was halt nicht passieren durfte. Jetzt ist die Dame perfekt. Also von F3, wo sie gar nichts machte, ist jetzt plötzlich im Angriff.
Und es droht tödlich auf A2, also muss ich was tun. Ich bin nach A1 gegangen. Und ja, ich hatte jetzt noch diese Minimalhoffnung, aber gut, das ist klar, dass mein Gegner das nicht sieht, dass das auf jeden Fall sieht. Also wer jetzt denkt, B3 gewinnt, das gewinnt halt nicht. Das wäre sozusagen die Falle gegen einen schlechteren Gegner, also einen richtig schlechteren Gegner vielleicht mit sehr wenig Zeit. Hätte es vielleicht mal passieren können, aber man kann halt auf B3 nehmen. Und Dame ist tabu wegen Turm E8 Schach. Aber so, wenn man auf solche Sachen hoffen muss, dann ist meistens die Stellung schon erledigt. Er hat natürlich einfach auf E4 genommen. Dame E4 und dann B3 und okay. Dann habe ich hier aufgegeben irgendwo. Das war nicht weiter wichtig. Okay, also sehr schade. Also ich fand, im Grunde genommen hat er sehr viel Glück gehabt, aber jetzt könnte man wieder diskutieren, was ist Glück im Schach, ja. Er stand halt zweimal auf Verlust. Und an einem besseren Tag hätte ich es vielleicht sehen können oder sehen sollen. Also kritische Momente waren halt, gab es halt zweimal. Einmal hier mit König B2. Da habe ich zu unkonkret gedacht, ja, so zu si großes Sicherheitsgefühl, also prophylaktisch. Ja. Es gibt Stellungen, wo Prophylaxe sehr, sehr wichtig ist, aber in konkreten Stellungen muss man halt auch wirklich konkret überlegen. Und die Stellung ist eher dynamisch als statisch. Deshalb H5 sofort. Ja, König B2 behält allerdings noch einen Vorteil. Und dann hier der komplette Aussetzer. Ja, es ist lustig. Hier ist die Stellung schon wieder eher statisch. Also sollte ich sie auch so behandeln. Und ich behandle sie dann plötzlich mit H5 dynamisch. Und übersehe ganz, ganz klar die einzige Hoffnung von Schwarz mit Springer F4. Wenn ich Springer C5 spiele, dann ist Springer F4 einfach nicht mehr möglich. Und weil ich das Feld B3 halt unter Kontrolle habe mit meinem Springer. Ja, und am Ende der Aussetzer. So kann es passieren. Ja, aber es ist wichtig, dass man seine Fehler halt auch objektiv bewertet, analysiert und dann herausfindet, warum man es gemacht hat. Ja, und dann versucht man das halt beim nächsten Mal, es abzuschalten. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, lasst mir ein Like da oder mal einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Dann vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.